Ja, hi, willkommen, mein Name ist Danny LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge haben wir unser erstes Game Over bekommen und wir versuchen immer noch die Nacht hier im Ödland zu überleben, unser erster Tag, wie man so sagen mag. Und ich würde sagen, wir pennen jetzt erstmal eine deftige Runde, damit es wieder Tag wird. Ja, gute Idee, okay. Weil ich möchte nicht im Dunkeln da rausgehen. Ich habe schon jetzt irgendwie gegen so zwei Viecher gekämpft in der letzten Folge. Da müssen jetzt nicht echt noch irgendwelche anderen gefährlicheren Sachen umlaufen. Da kommt's natürlich mit. Und im Hellen kann ich meine Gefahr wenigstens sehen. Das ist mir ein bisschen sicherer. So. Concord. Ach, ich bin schon da. Okay. Dann muss ich mal kurz gucken. Ich muss ja hier hin, ne? Ja. Sieh dich in Concord um. Hätte ich auch so gemacht. Ei, ei, ei. Ich habe noch keinen einzigen Part bis jetzt hochgeladen, deswegen weiß ich nicht, wie das Feedback ausfällt. Wahrscheinlich haben einige Leute sich schon sehr stark darüber beschwert, dass ich mich zu lange umschaue und so, ne? Irgendwie sowas bestimmt. Also ja, entweder das oder andere meinen, ich habe noch nicht viel übersehen, keine Ahnung. Eins von beiden auf jeden Fall, ich glaube das erste. Und ja, tut mir leid, aber daran werde ich leider nichts ändern. Ich werde so weiterspielen, ich werde so gründlich wie möglich alles abklappern und mein Hund ist andauernd weg. Okay. Keine Ahnung. Oh, erste Hilfekasten. Zuckerbomben. Her damit. Also ja. Upsala. Falsches Spiel. Hier muss man nicht mit Kreis ducken. Aber von dem, was ich ja so letztens alles gefunden habe, finde ich jetzt nicht so, ob, dass ich, weiß ich nicht. Oh, Save. Sich das jetzt nicht gelohnt hätte, also nicht gelohnt hätte. So ein paar gute Sachen habe ich auch bekommen und alles kann da helfen, besonders am Anfang, besonders auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Oh, sehr gut. Pistolen, Schrotpatronen, okay, jetzt sehr gut. Und da ist Schrotgewehr ist nicht weit entfernt, oder? So, Postbotenanzug habe ich gerade auch bekommen, sollte ich vielleicht nicht in der Nähe meines Hundes anziehen. Da ist er. Handel, was? Wie geht's dir, Kumpel? Was soll's, Junge? Hey. Ich hätte ihn gern in meiner Nähe und nicht, dass der andauernd irgendwie abhaut. Ist das falsch? Vor allem möchte ich nicht, dass der andere Sachen tötet und mir meine Erfahrungspunkte klaut. Na, ich möchte dahin. Verdammt. Da will ich jetzt hin. Meine Neugier ist geweckt. So, ganz langsam. Hier macht man noch mal. Hier macht man noch mal. Nein, geh weg damit. So. So. Gibt's doch bestimmt irgendwas. Was war das? Nichts, okay. Da komme ich jetzt aber nicht rüber. Geh da hoch. Ah, das ist das. Dann eben nicht. Dann eben nicht. Und ich habe langsam das Gefühl, Waschbecken heilen eigentlich. Ich habe jetzt noch kein funktionäres Waschbecken gefunden, was mich heilt. Mein Hund ist schon wieder weg. Finde ich nicht gut. Ich sehe jetzt nirgendwo grüne Leute unten bei meiner HUD, deswegen nehme ich an,
Kann ich irgendwie so was? Kann ich irgendwie einstatt, du mir folgst? Warte da. Komm schon. Weil irgendwie ist mir ein bisschen zu nervig die ganze Zeit. Ich möchte doch nicht die ganze Zeit dieses Ziel hier haben. Da läuft hier nämlich die ganze Zeit durch die Gegend. Wie? Ja, meine Rüstung tue ich alle nach und nach. Na, da ist jemand. Aufgepasst. Hier drüben. Da bald entweder zieht da jemand mit so einem Dingen. Mit so einem Scharfschützengewehr, mit so einem Laserpointer oder jemand tut mit einer Laserwaffe rumschießen. Beides macht mir Angst. Das ist mir ganz safe. Ich glaube nicht, dass ich das Schloss knacken kann. Oh nee. Man muss also ein bestimmtes Level haben, verdammt. Na gut. Also warte, wir gehen jetzt dahin. Komm mit. Aufgepasst. Aber nicht ohne meine Waffe zu ziehen. Nein. Ich kann leider nicht ranzoomen, das ist das Problem. Okay, wie habe ich das gemacht? So. Wahrscheinlich lasse ich den Hund irgendwann, wenn ich ein eigenes Haus habe, irgendwo verrotten. Ich war noch nie so ein richtiger Fan von Begleitern. Die waren wir immer zu überpowered in Fallout 3. Ich weiß nicht, wie das hier ist, aber wahrscheinlich werde ich meine Begleiter immer zu Hause lassen. Weil das macht mich irgendwie noch mehr hier irre. Die sind zu eigenständig anscheinend. Also nur er anscheinend. Hoffe ich, weiß ich ja nicht. Oh, Molotow-Cocktail. Den nehmen wir mit. Die kann ich nicht mitnehmen, verdammt. Ah, Experte schon wieder. Ich glaube, ich muss meine Schlossknacken-Fähigkeit doch erhöhen. Hier drin ist eine Gruppe Siedler. Die Raider sind schon fast durch die Tür. Schnapp dir die Lasermuskete und hilf uns, bitte! Wer redet hier mit mir? Weil der meinte mich mithelfen, oder? Hallo? Ich hab ein Level Up, geil. Nutz mal direkt. Nächstes Mal hat es mir nicht so lange Zeit. Wenn die Freiheit drauf ist, dann nimm die Lasermuskete, betritt das Museum. Okay. Ich habe keine Ahnung, wer gerade mit mir geredet hat, aber ist sehr schön, dass du willst, dass ich dir helfe. So, ich habe mir schon mal nachgeguckt vor der Aufnahme, was ich nehmen soll. Und ich nehme das hier. Du bist die Vitalität in Person und hältst sofort plus 20 Gesundheit. Und das will ich haben wegen dem letzten Dingen. Und zwar tut meine Gesundheit sich automatisch regenerieren. So, ja, nehmen wir das. Gut, wa? Wenn die Freiheit ruft, betritt das Museum. Jetzt möchte ich nur noch wissen, wer mit mir geredet hat. Was soll denn das? Okay, dann folge ich dir eben. Was denn? Ja? Okay. Wir werden, glaube ich, nicht so gut Freunde. Ja, ich nehme mal an. Wer hat hier mit mir geredet, Mann? Hallo? Okay, machen wir mal ein bisschen professioneller. Karte zeigen. Wo ist die lokale Karte hier? So, betritt das Museum.
Okay, mysteriöse Stimme, von der ich keine Ahnung habe, wo sie gekommen ist und was sie gemacht hat. Aber ich nehme mal das Dingen. Und dann werden den nur wiederholt, fehlt durch sie mehr Ladung, desto höher der Schaden. Ui. So, mein Hund ist schon wieder nicht da, wo ich ihn haben möchte. Okay, das schien irgendwie dringend zu sein. Museum der Freiheit, ich wollte schon sagen. Ist das irgendwie das gleiche wie in Fallout 3? Museum of History, irgendwie sowas? Ist hier noch irgendwas? Ein Schutzhelm. Aber ich habe, glaube ich, schon einen aufgesammelt, aber der ist irgendwie nicht angezeigt. Im Menü. Oh, Entschuldigung. Mal welche mit. Und davon auch. So, mach mal das. Dann kann ich keine. Oh, Entschuldigung. Wie kann ich eigentlich Sachen noch mal aufheben? Dann mache ich die Taschenlampe, wo ich sogar Licht im Dings angeht. Hallo, was meint ihr? Was? So, okay. Bierflasche verstanden. Okay, dann soll ich so hier runter? Nee, lieber nicht. Okay, dann gehen wir mal ins Museum, weil der wo wie hat uns gesagt, wir sollen da reingehen. Ich habe keine Ahnung, wo mein Hund ist. Ist mir auch langsam irgendwie egal. Also gehen wir rein. Weil der hat gesagt, wir sollen da rein. Und der ist, weiß ich nicht, keine Ahnung, wer es war. Ich weiß ja Gott. Ich höre tote Menschen. Oh Gott. Ja. Ich nehme mal diese Strahlenpistole. Wo ist er? Wo ist es? Ich jetzt nur wüsste, ich habe so viele Sachen jetzt hier aufgenommen, ne? Hier, Lasermuskete. Wie viel Munition habe ich davon? Steht da 47, oder was? Ja, du? Abgeschlossen. War. Wie lange willst du noch durchhalten? Wenn ich 4 gedrückt halte, kann ich das Ding aufladen. Oh. Oh, das wird. Was ist denn das hier? So, ich muss dazu aufladen, dann habe ich 2 Schüsse. Oder was? Ich tue mich auf den Rückweg her erkunden. Aber das sind auch die ersten Menschen, die wir bekämpfen, kann das sein? Ich hoffe, der kann uns nicht verrecken, ne? Aber ich muss sie direkt jetzt schon nachladen. Was war hier? Dem Ding weiß ich wenigstens, wie ich umgehen soll. Komm mal raus. Was zum? Oh Gott. Aber jetzt habe ich Erfahrungspunkte bekommen.
Schloss kriege ich nicht auf. Bewegung! Geronimo! Oder? Und du bist mir irgendwie, ja, bestimmt. Bisschen Raider, ne? Wir verlieren Leute. Ja, irgendwo ist noch einer, glaube ich. Ich kann das den ganzen Tag nicht machen. Hey, hey. Wo bist du? Da. Was hat? Wen haben sie denn geschossen die ganze Zeit? Hier ist noch niemand. Ich sag's dir, Mann. Lass uns verraten. Sonst werden wir geschossen. Sei nicht so ein Weichei. Wir halten für die anderen die Stellung, wie man es von uns erwartet. Bist du taub? Da draußen ballert jemand alles. Wer ist da? Jemand da? Ja, kommt. So, was? War ein Molotow-Cocktail. Hey, da ist nichts da. Ah. Oh, jetzt geht's ab. Hohoho. Sind beide getroffen? Okay. Dieses Wandgemälde erinnert an die vielen Opfer unter den tapferen Männern und Frauen der US-Streitkräfte. Von Lexington Concord bis zur Küste Iwo Jimas, von Mary Tranquillitys, keine Ahnung, bis zur Anchorage Front, die kennen wir aus Fallout 3, haben Amerikaner im Laufe der Zeit die Freiheit unserer Nation gekämpft und ihr Leben gegeben. Möge ihre Opfer daran erinnern, dass die Freiheit ein Privileg vieler ist, von denen weniger gewonnen wurden. Ja. Okay. So. Ich nehme an, ich komme da oben irgendwo hin. Wo ist eine andere jetzt gelandet? Oh, Molotow-Cocktail habe ich direkt wieder mitbekommen. Aber jetzt habe ich zum ersten Mal Überschuss. Dann können wir mal gucken, was wir hier wegpacken können. Einen Ordner untersuchen. Lassen, wie kann man legen? Rote Gefahr, was ist das? Ach, das, okay, nee, das bald mal noch. So, Schrott, okay. Problem ist, kann ich das zum Umbauen brauchen? Weiß ich noch nicht. Kochplatte, weg damit. Maulwurfsratten, Schattenleder. Ja, nein, 0,1 war. Mein Schraubenzieher weg. Er hat auch nur 0,5 Mann. Aber mit mehr Gewicht, sonst lohnt sich das nicht. Ein Toaster machen wir weg. Tut eigentlich Munition? Nö. Aber da steht Gewicht dran, also nehme ich mal an, einige kosten doch ein bisschen Gewicht. Löscher, weg damit. Immer noch viel zu viel. Kann ich irgendwie meine Sachen reparieren, meine Waffen? Nö. Mann! Ja, wo ist die Sicherung hier? Boah. 0,5, glaube ich, kostet. Das muss ich langsam aufpassen, was ich so mitnehme. Dreck. Okay. Okay, verremde.
Komm schon. Tu mich mal ein bisschen heilen. Was haben wir denn alles? Zum Heilen. Hat alles hier. Bringt's irgendwie nicht so. Und wir gehen nirgendwo hin. Und wir müssen uns um andere Sachen kümmern. Hörst du? Ich geh mal spazieren. Hey, halt mal kurz die Klappe, ich hab was gehört. Ich komm wieder. Du hast was gehört, ich bin versteckt. Du hast gar nichts gehört. Das Jet wird dich nervös machen. Gott. Das hat hier alles immer in Kämpfe enden. So. Langsam weiß ich ja so, was ich ungefähr aufgesammelt habe. Ja, du bist da, okay. Kronkorken. Das hat man, glaube ich, noch nicht. Ja. Na. Ah. Damit. Weg damit. Damit. Also, aber doppelt haben. Ich glaube, nicht das erste Mal sein, dass uns welche hier begegnen. Ich vergesse immer. Also, dass sich hier nicht so ein Menü öffnet. Ich tue einfach hier sofort alles anklicken. Rohrflasche, Keramikschale. Also, wenn ich sage, dass in einem Geschichtsmuseum nichts Wertvolles ist. So. Patrone, Impro-Gewehr. Haben wir noch nicht. Affen tue ich sowieso erstmal viel einsammeln. Okay. Hat er mich gerufen, auf dass ich ihnen helfe? Mann, ich weiß nicht, wer du bist, aber dein Timing ist perfekt. Preston Garvey von den Minutemen des Commonwealth. Nee. Ich helfe gern. Wenn das stimmt. Ha, ich sehe so aus, stimmt. Hilfe gebrauchen. Nein, wie das du siehst, haben wir ja ein paar Probleme. Die Welt hat sich sehr verändert. Das ergibt alles keinen Gott Sinn. Verdammt. Alles in Ordnung? Also, wir brauchen deine Hilfe. Und dann können wir vielleicht dir helfen. Was hat dich hierher geführt? Vermisste Person. Wer kann hier verschwundene Personen finden? Wir hatten mal ein paar gute Fährtensucher. Jetzt sind es nicht mehr viele. Vor einem Monat waren wir 20. Gestern 8. Heute sind wir 5. Zuerst die Ghule in Lexington. Da ist eine diese Scheiße. Wackelpuppe. Ghule? Was sind Ghule? Gottverdammt. Du bist wirklich nicht aus der Gegend, was? Ghule sind verstrahlte Menschen. Die meisten sind wie du und ich. Sie sehen heftig aus und leben lang. Nein. Aber es sind trotzdem Menschen. Nee. Die, von denen ich rede, sind anders. Die Strahlung hat ihre Gehirne verfaulen lassen. Sie wild gemacht. Sie reißen dich in Stücke, sobald sie dich sehen. Naja, wir dachten, Concord wäre ein sicherer Ort. Die Raider sind der Gegenbeweis. Aber wir haben eine Idee. Das ist super. Wird das reichen, um diese Wahnsinnigen aufzuhalten? Sturges, sag sie. Auf dem Dach ist ein abgestürzter Vertibird. Halt, Vorkriegszeit. Hast du vielleicht schon gesehen? Sieht aus, als hätte einer der Passagiere was richtig. Hab ich tatsächlich so angelassen. Eine komplette, unbenutzte T-45 Power-Rüstung fürs Militär. Klingt nützlich. Das ist ein heftiger Schutz. Oh, es wird noch besser. Mit dem Anzug kannst du die Minigun direkt vom Vertibird reißen. Dann bekommen die Raider eine Expressfahrkarte in die Hölle. Was meinst du? Ja. Könnte funktionieren. Es wird funktionieren, wenn wir den Anzug reaktivieren können. Der hat keinen Saft. Wahrscheinlich schon seit 100 Jahren. Er kann mit Energie versorgt werden, aber wir stecken fest. Ich bin raus. Ja, ich sehe schon. Ich helfe gerne, wenn ich kann. Du brauchst einen alten Vorkriegs-FK. Einen Standard-Fusionskern. Eine hochwertige, langlebige Atombatterie. Wurde damals vom Militär und einigen Firmen verwendet. Und wir aber wissen, wir wo man nicht findet. In das Ding ran.
Es ist im Keller. Du hast ihn unterbrochen. Hinter einem Sicherheitstor. Also, ich repariere Sachen, bastel rum. Das Umgehen von Sicherheitsmaßnahmen ist nicht mein Metier. Du könntest es probieren. Ich weiß nicht. Mal sehen. Tja, das ist kein Nein. Also, erreich den Fusionskern. Steck ihn in die Powerrüstung und schnapp dir die Minigun. Dann sehen die Raider, dass sie sich mit den Falschen angelegt haben. Redest du gerade oder dein Kollege? Na, ich... Hallo, Wahrnehmungswackelpuppe. Perfekt. Nur durch Beobachtung erkennt man die Schwäche. Deine Wahrnehmung wurde darauf einen erhöht. Finde ich gut, dass es die noch gibt, wenigstens. Ich habe so viele Neuerungen, deswegen... Nicht, dass es mich irgendwie abschreckt, aber... Doch, ein bisschen abschrecken tut es mich. Wenn ich nicht auf so viele... gewohnte Sachen komme. Die Minutemen sollten uns beschützen. Gabi hat es versprochen. Versprochen! Okay, ganz ruhig, Lady. Ich soll vielleicht mal eine bessere Rüstung anziehen. Ich habe das Gefühl, die bringt es nicht so. Ja, jetzt habe ich endlich mal einen Schutzhelm. Danke. Raider-Rüstung. Linkes Bein. Okay, cool. Dann kann ich aber nicht die anziehen anscheinend, ne? Nehme ich an. Wie viel habe ich denn jetzt? 22. Das ist doch, glaube ich, gut, ne? Ja, wie sieht der jetzt aus? Das ist eine bunte Mischung, sag ich mal. Ah, machen wir mal hier Dingens an. Vergoldetes Sturmfeuerzeug, das kann ja wohl nicht so wenig wert sein. Ja, mal wenigstens missionsmäßig hier einige Sachen gefunden. Ja, ich tue jetzt nicht den ganzen Dingens hier erkunden. Lass mal, vielleicht gehe ich hier nochmal rein irgendwann. Ich nehme an, nicht an, dass wir letztes Mal reinkommen. Oh, da ist die Powerrüstung. Ich lasse die mal hier erstmal. Was ist das? Ah, ist wieder so ein Spiel. Staff Sergeant Michael Daly, United States Army. Am Samstag, den 23. Oktober, ist unser Vertibird auf dem Weg nach West Stockbridge auf das Dach dieses Museums gestürzt. Die Ursache, ein elektromagnetischer Puls als Folge einer atomaren Explosion. Mehrere Explosionen, um genau zu sein. Anhand der Meldungen, die ich aufgeschnappt habe, kam es überall auf der Welt zu Detonationen. Unser Co-Pilot wurde beim Aufprall getötet. Der Pilot ist einen Tag später an seinen Verletzungen gestorben. Am nächsten Tag wurden Flaherty und Canaveral von einer verängstigten Verzweiflung. Die treffe ich nie im Leben von oben. Danach ist Rosensky abgehauen. Hab ihn seitdem nicht mehr gesehen. Jetzt muss ich mich wohl von der Truppe entfernen, falls dieses Konzept überhaupt noch Sinn ergibt. Der Fusionskern meiner Rüstung ist leer. Meine Tage als Soldat sind also wohl vorbei. Ich mache mich zu Fuß auf den Weg nach Boston, um zu sehen, ob meine Schwester das alles überlebt. Habe ich von hier aus nicht, was soll das? Sie hat ein Apartment auf der Boylston Street. Hier spricht Mike Daly. Ende der Aufnahme. Viel Glück und Gott segne Amerika. Oder das, was davon noch übrig ist. Warte noch, Arschloch! Hey! Seid ihr hier? Ja, ich bin ein sehr vorsichtiger Zieler. Schütze. Ich kann den Minigun ja nicht benutzen, ne? War noch diesen Kern angeblich. Nee, was ist? Entriegelers Sicherheitstor. Was?
Oh. Muss da drin noch was machen? Sag mir doch. Muss ich noch einen ganzen Zeichen hier so erhöhen, Mann. Das ist jetzt vollkommen anders. Da würde ich aber sagen. Ja, okay. Die bekomme ich so nicht auf. Was? Na gut, dann würde ich aber sagen, ich mache hier erstmal Schluss und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wo wir dann hoffentlich die Powerrüstung und die Minigun hier irgendwie zum Laufen kriegen. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge.